Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einem kleinen Special für euch. Und zwar, ja, machen wir das ja jedes Jahr. Es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit, das halbe Jahr 2022 ist schon um. Und ja, ich mache so einen kleinen Rückblick oder so eine kleine Zusammenfassung. Was ist in der Zeit so rausgekommen? Und das ist ja auch immer ganz spannend. Ich habe ja viele Sachen hier auch rezensiert und besprochen und vorgestellt. Und über die Zeit entwickelt sich sowas ja auch immer. Und dann hat man hier auch immer so ein bisschen die Chance zu sagen, das, was man am Anfang so hatte, wirkt das Album so weiter, wirkt der Release so weiter und so weiter. Also Halbzeit 2022, das Special sozusagen. Es sind viele Alben rausgekommen. Viele haben wir auch besprochen und große Highlights waren dabei von sehr, sehr großen Bands. Also ich würde sagen, die größten Highlights waren auf jeden Fall Saxon mit Carpe Diem, Scorpions, Rock Believer, klar, das Ghost-Album haben viele, viele gefeiert, Impera und Rammstein mit Zeit. Das waren so, wie ich finde, so die größten Highlight-Alben, die wir hier auch manch alle besprochen haben, ja, haben wir. Und Creator muss man dazu auch noch nennen, das war überhaupt nicht meins, deswegen habe ich das nicht groß gehört. So, und ich muss zugeben, gerade diese großen Alben, die Chart-Metal-Alben sozusagen, Rammstein hatte ich meinen Senf zu gegeben, es klang nach Abschied, so ganz mein Album war es wirklich irgendwie nicht. Ghost habe ich ja fast zerrissen, möchte man hier sagen, hat bei mir nie gezündet und ist über die Zeit echt, ich habe es ein paar Mal noch nachgehört und da ist echt nicht viel nachgekommen. Also ich muss echt zugeben, ich habe es nochmal gehört und dann dachte ich, nee, wirklich nicht. Und dann nochmal gehört und dann Zeit vergangen und dann gehst halt doch nochmal hin, hörst du doch nochmal rein, weil man wünscht sich ja auch, dass man sowas gut findet dann wieder, aber es wollte einfach nicht überspringen und das ist relativ schnell dann in eine Sammlung gewandert und ist dann halt auch eingestaubt, muss man schon noch sagen. Und dann noch zwei klassische Metal-Geschichten, Saxon Carpe Diem und Scorpions Rock Believer. Sehr klassisch. Saxon Carpe Diem habe ich ja hier sehr gefeiert. Ich muss zugeben, dass der Saxon-Hype hielt an bis zum Rockhard-Festival und danach. Also ich hatte eine richtig kleine Classic-Metal-Phase, aber ich muss zugeben, es hat sich bei mir ein bisschen so verändert, dass ich eher Bock hatte, so ganz alte Saxon wieder zu entdecken und noch das ein oder andere Album nachgekauft, was mir in den Lücken fehlte und den alten Scheiß zu hören. Also das ist ganz witzig, dass sich das ausgewirkt hat. Macht das Album aber nicht schlechter. Sollte ich die Tage vielleicht wirklich nochmal reinballern. Und Scorpions Rock Believer, finde ich zum Beispiel, hat für sich besser funktioniert über die Zeit, aber war stimmungstechnisch dann, waren andere Sachen schon auch relevanter für mich. Was hatten wir sonst so? Carpenter Brood, Leather Terror ist relativ schnell auch in der Versenkung verschwunden. Wohl da auch sehr Song, das ist es auch so ein bisschen, einzelne Songs höre ich viel, das ganze Album dann eher weniger. Ich glaube, das ist auch so ein Carpenter Brood Ding. Das ist da schon sehr eigen. Hammerfall und Grail Knights, haben bei mir auch nicht lange gehalten, gerade die Grail Knights, das war ein gutes Album, ist einfach nicht ganz so meine Art von Metal, ein bisschen zu sehr klamaukig. Und Hammerfall war ich jetzt auch nicht der größte Fan, hat man im Video gesehen. Was aber richtig geil ist, Reckless Love. Für mich nach wie vor mein Sommer-Soundtrack, Turbo Rider. Absolut catchiger, 80er Glammy-Rock mit Synthie-Pop-Elementen. Total witzig, so richtig Neon, wie das halt auch aussieht. Das höre ich wirklich immer mal wieder zwischen echt ein großer, großer Spaß. Wir haben natürlich auch ganz viel Black Metal gehabt. Das kann man ja hier gesondert besprechen, weil ich sehr viel habe. Midnight, das neue Album, sehr geil. Habe ich sehr viel gehört, nachdem ich die auch live jetzt gesehen hatte vor ein paar Wochen, Monaten. Midnight sind einfach die Band der letzten Jahre und das Album ist auch gut. Und ich muss zugeben, ich hatte ja gesagt, auch im Video, es ist schon so, dass die vorher die Alben besser waren und so, aber mit den Live-Eindrücken, die man halt noch so hatte, ist es dann doch im Nachhinein, fand ich das Album stärker, als ich es zunächst angenommen hatte. The Spirit ist rausgekommen. Haben wir hier, glaube ich, auch besprochen. Das Schwächste der drei Alben von The Spirit, aber der Sound von denen ist einfach geil. Aber Dreadreaver erst vor kurzem nochmal nachgehört, weil es auch den Eindruck hatte, das hast du gar nicht so viel gehört, dann doch im Nachhinein. Nochmal nach, aber dann weißt du warum. Ich finde den Stil irgendwie noch zu wahllos, zu sehr Blizzard Beasts, Immortal. Echt nicht so. Dark Funeral ist rausgekommen mit We Are The Apocalypse.
ist alles zu highspeedig, auch wenn das da schon besser geht. Was ich aber sehr, sehr gefeiert habe und nach wie vor feiere, ist das Vatein-Album. Das ist für mich eines der Highlights des Jahres. Hält auch so an, muss man ganz klar sagen. Ist einfach ein beinhartes Album. Richtig stark, richtig, richtig geil. Ein geiler Sound und macht vieles her. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben wir es rezensiert? Ereb Altor, eine so geile Band. Eine so geile Band. Vaktiman oder so, Vaktiman heißt das Album, so ein Bessery Sound, ein bisschen Moon Sorrow mit Black Metal Aspekten, nur das hat mich sehr fasziniert, habe ich sehr früh im Jahr auch gehört und das kam richtig, richtig, richtig geil. Wir haben natürlich noch viele Sachen, die ich auch gar nicht so original habe, hier besprochen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, von Helge, Skognat, Finstere, Sculpture, Belgrave, Blue Sky Theory hatten wir, wir hatten Panzerchrist, wir hatten natürlich auch JBO zwischen, Dead Chasm, die gefallen mir immer noch sehr, sehr gut, Stoneblind und Panzerkrieg 666 und. Waren viele coole Sachen bei, ist jetzt auch immer nicht alles so mein Lieblingsgenre und man wechselt dann ja doch die Bands und dann wird sowas auch ersetzt, aber ich muss zugeben, gerade die Human Noise Records Sachen haben bei mir länger vorgehalten, auch durch das Rock Hard Festival Video, wo die Soundtrack gemacht haben, oder auch Lips Turn Blue hat mir sehr gut gefallen, JBO immer mal wieder, aber dann eher einen einzelnen Song, ich habe das Album ja hier rezensiert und sehr gefeiert, und waren schon auch einfach coole Sachen bei. So, aber es gibt auch ein paar Sachen, die habe ich hier glaube ich gar nicht so groß besprochen. Und das sind dann jetzt, da kann ich noch ein bisschen mehr drüber sagen und wir können auch so ein bisschen nachholen. Ich meine, ich habe das neue Slash-Album gar nicht besprochen. Slash 4. Was ganz spannend ist, ich habe nämlich, hier steht 2021, aber ich habe es abgespeichert als 2022, vielleicht erzähle ich gerade Müll. Das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden und ich liebe ja seine Musik. Und das ist schon so, dass ich mir immer denke, also ich habe die ersten Alben geliebt und dann wurden die immer schlechter von Slash, die Solo-Alben. Und da habe ich jetzt gerade gar keine Assoziation zu. Also ich die Listen gemacht habe, was ist so rausgekommen, was habe ich unter 2022 abgespeichert. Dann kam da plötzlich, wisst ihr, Slash? Vielleicht bin ich jetzt gerade wirklich schief gewickelt und ich habe es falsch kategorisiert und es ist 2021 rausgekommen. Ich meine aber nicht. Und dann habe ich das echt wenig gehört. Und das sagt was über das Album aus, weil ich normal, gerade wenn der Frühling kommt, auf meinen Rock'n'Roll stehe, ein bisschen Glam, ein bisschen Punk, ein bisschen dies. Also muss einfach ein bisschen Rock'n'Roll sein. Und das ist schon spannend, weil ich die Alben gerade auch sommertechnisch immer sehr gefeiert habe, die von Slash. Muss ich nochmal reinhören. So, eins meiner absoluten Highlights waren The Helicopters. Also, ne, ich habe das Tattoo hier. The Helicopters waren für mich eins der Highlights des Jahres bisher. Ich habe das neue Album in der Eyes of Oblivion, heißt das, in der Special Edition mit Button, mit extra CD, wo Coversongs drauf sind, unter anderem von den Beatles, total geil. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Album warm zu werden. Aber für mich haben die den besten Song des Jahres bisher auf dem Album, das ist der Titeltrack, Eyes of Oblivion. Aber die Helicopters sind einfach toll. Wer sie nicht kennt, Sweden Rock, so aus dem Death Rock gekommen und beziehungsweise aus der musikalischen Umgebung von Entombed. Aber eine riesen Rockband inzwischen. Und mit Nicke Andersson vorne als Fronter, Dregen von den Backyard Babies zurückgekehrt, der die Band mit gegründet hat. Hammer, hammer geil. Ein so geiles Album für mich, das Sommeralbum, mein Sommer-Soundtrack sozusagen. Jetzt klingt schon wie RTL, aber so ein bisschen ist es so. Was dann noch rausgekommen ist, was ich euch nicht vorenthalten will, ist das Skullfist-Album. Das Skullfist-Album ist auch rausgekommen. Da muss ich sagen, ich habe das erste gefeiert. Das zweite habe ich ein bisschen gebraucht, habe ich dann aber auch gefeiert. Und danach ging es ein bisschen abwärts für mich mit Skullfist. Und das Album ist solide, ist okay, ist stark. Aber es ist jetzt nicht das Highlight gewesen. Ist wirklich, wirklich nicht das Highlight gewesen. Und das war so ein bisschen, dass ich mir dachte, hätte mehr kommen können, aber für mich eine Band, die vielleicht einfach sich auch zu sehr weiterentwickelt hat, auf einer Ebene, wo ich nicht mehr ganz so Gesundheit bei bin. Und das ist schon, ja, manchmal verlaufen sich solche Bands. Die war ja sehr, sehr frisch, sehr jung, Skullfist, als das erste Album rauskam, da habe ich es mir auch sofort gekauft. So, nie live gesehen bisher und das Album war solide, aber da fehlen mir so ein bisschen die Hits und Skullfist kannten schon auch Hits. Und dann noch eine Sache aus einer ganz anderen Sparte, die ich an eine Band, so ein Songwriter ist es, den ich verfolge, und zwar Kurt Weill. Vielleicht holen wir jetzt mal was ganz anderes hier raus. Er ist so ein Songwriter aus den USA und der macht so feel-good, minimalistische Musik. Der hat so eine ultra beruhigende Stimme, das ist schon intensiv beruhigend.
will ich euch nicht vorenthalten. Die hat etwas rausgebracht. Watchmen Moves heißt die Geschichte. Und das ist schon auch, ja, ist schon mal was anderes. Aber ich finde auch die Vielfalt, die macht es ja so immer so ein bisschen. Und ja, das war das, was wir bisher hier so ja besprochen haben. Ich sortiere gerade noch so ein bisschen vor. Ich habe drei Alben noch relativ frisch hier. Da habe ich noch nicht so die finale Meinung. Die sind noch so in der Rotation. Die ich euch aber nicht vorenthalten will. Endlich bei mir angekommen ist das Saw-Album, S-A-U-R. Schotten mit ihrem epischen Sound. Origins heißt das Album. Das habe ich erst einmal gehört. Ich liebe diese Band. Ich habe die noch nie live gesehen. Ich habe aber alle Alben von denen und da war klar, das muss ich auch haben. Und gesagt, getan, bestellt. Aber wie gesagt, das ist jetzt vor ganz, ganz kurzem bei mir angekommen. Könnte noch was richtig, richtig Cooles werden. Noch nicht ausreichend gehört habe ich ebenfalls St. Michael Front. Ist jetzt auch wieder was ganz anderes. St. Michael Front ist dieses Duo hier und die machen auch so Singer-Songwriter mit so einer düsteren Atmosphäre und ein bisschen Humor auch. Geht so ein bisschen Richtung King Dude. Das Album ist jetzt pur deutscher Gesang, ist auch ganz spannend. Sehr gewöhnungsbedürftig ist was, ja, eine Sache, die ich hier weniger bespreche, weil es ist halt sehr nischig. Und dann zu nischig, um dass man es hier bespricht. Aber wer ein bisschen was Abgefahrenes mag, ein Singer-Songwriter-Duo, die nur Deutsch singen, ein bisschen düster, ein bisschen atmosphärisch, so ein bisschen Richtung King Dude auch, dann hört auf jeden Fall mal bei St. Michael Front raus. Das haben die dieses Jahr rausgebracht. Und was ist eine Sache, die habe ich mir nicht selbst gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Und zwar, Papa Roach hat ein neues Album rausgebracht, Ego Trip heißt das. Der Sänger hat es mir geschenkt von Papa Roach. Ich habe letztens mit dem, hey, da war so ein Plekton, ist da sogar drin, ich habe mit dem letztens zusammen DJ gemacht, mit dem Sänger von Papa Roach. Und da hat er mir das geschenkt und habe ich auch schon einmal reinrotiert gehört. Ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich waren auf jeden Fall schon ein paar richtig, richtig geile Highlights da. Ich wette, ich habe jetzt wieder irgend so ein essentielles Album, was ich total anbete, vergessen. Aber ich fasse nochmal zusammen, was ich auf jeden Fall allen empfehlen kann, ist, hört mal in die Helicopters rein. Es ist eine Band, die ja abseits des Metals stattfindet, so ein bisschen, und jetzt halt auch nicht auf dem Wacken spielt oder auf dem Rockhard oder auf den klassischen Metal-Festivals. Deswegen sind die im Metal nicht ganz so populär wie andere Bands, aber es ist eine so dermaßen gute Rockband und gute Mucke bleibt gute Mucke. Der kann Hits schreiben, die können irgendwas schreiben. Gerade der Titeltrack ist einfach ein Knaller. Das ist mein Song des Jahres bisher. Andere Highlights waren auch ganz klar das Vatein-Album, das will ich euch nicht vorenthalten. Also wie gesagt, Helicopters, auf jeden Fall Reckless Love. Also ich komme davon echt nicht runter. Das ist total, ja, ist halt catchy. Ist halt irgendwie Backstreet Boys in Glamrock und Synthie. Es ist total witzig. Midnight, The Spirit nach wie vor richtig, richtig geil. Vatein und Arab Alto. Also das sind so meine musikalischen Highlights. Ganz oben auf die Helicopter, das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube auch, dass Saw auch noch dazu kommen könnten. Muss ich jetzt aber erstmal rotieren, bevor ich hier ein zu schnelles Urteil mache. Das ist auf jeden Fall so meine Übersicht. Es sind natürlich noch 1000 weitere Alben rausgekommen. Ich habe mir viele nicht gekauft. Ich habe sicher auch viele verpasst. Gerade sowas wie Creator, aber das hat mich dann auch echt nicht gereizt. Ich hatte in die Vorab-Veröffentlichung, die Single, die Videos, den ganzen Gedöns mal reingehört und dachte ich, nee, das wird nicht so meins. Und ich hatte erst überlegt, ein Video zu machen, aber dann war in der Zeit kamen dann Rock-Hard-Film und dachte, komm, lass es einfach mal aus. Ansonsten ist natürlich die Frage, was habe ich verpasst? Das ist jetzt, da seid ihr jetzt dran. Das haut immer raus. Viel wichtiger finde ich aber noch, was kommt denn noch? Was kommt noch im Jahr 2022 an Alben? Und da muss ich sagen, ich bin gar nicht so krass im Bilde. Also zwei Sachen habe ich definitiv in der näheren Vergangenheit. Ich meine, was im Dezember rauskommt, ist vielleicht jetzt auch noch nicht so klar. Aber zwei Sachen habe ich definitiv schon vorbestellt. Und das ist einmal das neue Manta-Album. Das kommt jetzt von Datum dieses Videos, also wie ich es gerade drehe, so in zwei, drei Wochen kommt das raus. Manta auf jeden Fall, die bringen was Neues raus. Und Gaeria, die Portugiesen mit dem Black Metal, sensationelle Band. Das Nachfolgealbum zu Limbo kommt heraus. Das habe ich auch schon vorbestellt bei Season of Mist. Das wird nochmal richtig, richtig geil. Da haben die auch schon einen Song vorab veröffentlicht, jetzt vor ein paar Tagen oder einer Woche oder so. Und das
der hat schon so viel Spaß gemacht, eine so dermaßen emotionaler Black Metal, leicht suizidal dabei, sensationell. Und dann Portugal, meine ich, auf die beiden Sachen freue ich mich schon sehr. Ansonsten bin ich gar nicht so sehr im Bilde. Auch da die Frage, was kommt noch? Habt ihr noch was am Kranz? Wir haben ja doch immer im Sommer immer die Phase, dass jetzt, und der ist jetzt gerade dran, in der Festivalzeit nichts rauskommt und das kommt dann erst nach dem Singens zum Weihnachtsgeschäft hin und so, wie das halt läuft, ne? So läuft das Business. Aber ja, da kommt ja sicher noch was. Und wie gesagt, jetzt ist noch nicht klar, was im Dezember kommt. Was sind eben so zwei Sachen, auf die ich mich immer so Jahr für Jahr freue, ist potenziell, drei sind es eigentlich, neues Endstelle-Album, das soll jetzt bald wirklich kommen. Das letzte Album ist von 2013, ist echt lange her, da würde ich mich sehr darauf freuen, wenn Endstelle endlich mal wieder was Neues rausbringt. Ebenso Social Distortion, meine geliebten Social Distortion, habe ich vor kurzem live gesehen. Ich war auf der Tour in Bielefeld, habe mir die angeguckt, sensationell cool. Die haben da einen neuen Song, oder ich glaube sogar zwei neue Songs gespielt, Tonight vor allem, der ist mir hängen geblieben. Ein so dermaßen geiler Song, wo ich dachte, Junge, das neue Album muss doch mal langsam kommen. Aber ich weiß nicht, irgendwie hieß vor 3 Jahren, wir sind jetzt bald im Studio, also das letzte Album ist von 2010, meine ich, oder 2009, da muss ganz dringend mal was Neues kommen. Das wäre für mich ein absolutes Highlight, wenn Social Distortion noch was rausbringt. Entschuldigung, Social Distortion und Capacian Forest. Jahr für Jahr wartet man entweder auf, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ein Stück weit ist es, entspricht es ja der Wahrheit, wartet man entweder auf ein neues Capacian Forest Album oder eine Todesmeldung von Nattefrost, weil der scheinbar immer noch ganz schön drauf ist und ist jetzt alles nur gerüchteweise. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, eins von beiden wird irgendwann kommen. Und das sind so die drei Sachen, auf die man so gefühlt ewig wartet. Ansonsten weiß ich gar nicht, was noch so kommt. Sind ja schon auch so ein paar Highlights für mich rausgekommen. Wie gesagt, allen voran Helicopters, das war so ein richtig Album, wo man sich wieder freut wie damals, Reckless Love. Für mich Überraschung und so. Und Vatein, The Spirit, Era Rip Altor, wie gesagt, meine Highlights. Wahrscheinlich kommt da auch noch Saw zu. Sagte ich schon, also für den wirklichen Highlights meine ich. Ja, und ansonsten, was ging sonst so bisher im ersten halben Jahr? Die Konzerte gingen auch wieder los. Ich habe mir Social Distortion angeguckt, wie schon erwähnt. Ich war auf dem Rock Hard Festival, den Film habt ihr gesehen, hat bestimmt euch ja auch Spaß gemacht, am Ende auch wieder Konzerte sehen. Es stehen auch noch einige Konzerte für mich an, auch da geht noch was, also ich werde mir Gods Wirth zusammen mit Gaeria und Saw angucken, das wird für mich ein Traum-Line-Up. Ich habe überlegt, zum Vendetta-Fest zu gehen, wir gehen wahrscheinlich noch zu Glucifer, da dürfte auch gerne mal was Neues kommen, ich weiß aber gar nicht, ob da was in Planung ist. Gegen Ende des Jahres, im November, war auch noch irgendwas. Helicopters natürlich, gucke ich mir auch noch an. Im November, das wird nochmal spaßig. Ich habe Manowar gesehen, das will ich auch nicht da habe ich ja auch ein Kommentarvideo gemacht. Übrigens, dazu kommt kein Fazitvideo mehr. Ich habe eins echt betrunken direkt nach dem Konzert aufgemacht, das war dann doch zu trashig. Aber das kommt noch, also konzertmäßig habe ich zumindest mehr am Schirm, was noch kommt, als Album-Releases. Aber wie gesagt, Manta Gaeri, das sind ja schon mal zwei echt geile Sachen, auf die ich mich sehr freue. Auch wenn ihr da Tipps habt, haut raus, ne? Also da bin ich sehr gespannt und ansonsten gucke ich ja immer was auch, ne? Man kriegt ja auch Sachen zugeschickt, aber gibt auch Sachen, die Herzensangelegenheiten sind, daraus natürlich auch immer ein gutes Mittel zu finden und was ging sonst noch bisher das Jahr? Diese ganze Running Wild Geschichte natürlich, das nächste Video kommt bald. Mit der nächsten Phase Running Wild, wir sind jetzt da in den 90ern. Ich habe ja so eine kleine Mini-Videoreihe draus gemacht da wird natürlich auch weiter fortgeführt. Es hat mich noch nicht verloren, mal sehen, wie lange es da noch geht. Das wird noch spannend. Ansonsten, vielleicht kriegt man noch irgendeinen Festivalfilm hin, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ansonsten alles wie immer, ne? 2 Videos die Woche, man kann immer noch Mitglied hier werden, wenn man mir ein paar Euronen spenden möchte, aber nicht verpflichtend, ich mache auch so weiter und viele, viele Rezensionen, viele Meinungen und viel, viel Spaß von mir, finde ich zumindest, und es macht auch nach wie vor Spaß mit euch. Ein Ziel wäre auch noch die 2000 Follower bei YouTube zu knacken, aber sehen wir mal. Ach ja, ich habe ja noch so ein Jahresvorschau gemacht, da hatte ich gesagt, ich will dieses Jahr endlich alle Bessery-Alben und alle Falken Alben haben. Falkenbach ist durch. Check, Haken dran. Ich hatte noch überlegt, ob man da ein Video draus macht. Muss ich mir überlegen. Irgendeine Kernaussage muss es ja auch geben oder eine Kernfrage. Wenn ich einfach nur sage, ja, lass uns mal über Falkenbach reden, dann rede ich über Falkenbach, aber ohne Sinn und Verstand. Dann kann ich einfach nur sagen, wie geil ich die finde. Und das ist mir dann doch zu wenig. Aber müssen wir mal schauen. Was mir dann noch eingefallen ist, ich habe lange keine Top 5 mehr gemacht. Muss ich mal ganz dringend wieder nachlegen. Ich habe die auch gerne zu aktuellen Anlässen. Irgendjemand stirbt. Mach eine Top
Top 5 zu der Band oder so. Und das fehlt aktuell ein bisschen. Letztes, wo ich glaube ich im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres rausgekommen. Das ist zu lange her, das müssen wir dringend nachlegen, mal wieder eine Top 5. Und ja, dann schauen wir mal, was in der zweiten Hälfte des Jahres so geht, was noch rauskommt. Wie gesagt, mein Highlight, hört mal auf jeden Fall in Helicopters rein. Ein großer, großer Spaß. Und jetzt seid ihr gefragt, ne? Tippt mal ein, was kommt noch für mich oder was könnt ihr empfehlen und ja, was habe ich potenziell auch verpasst, kommt jetzt nicht ein Creator, ist mir durchaus bewusst, aber ja, da könnte es ja nochmal spannend werden. Und sonst Konzerttipps höre ich mir auch gerne an oder Festivaltipps. Ist immer ein bisschen, mein Sommer ist ein bisschen getaktet dieses Jahr, das nervt mich schon ein bisschen. Aber ich hatte schon noch überlegt, ob man nicht auch mal irgendwie einen kleinen Festivalfilm mit einem kleinen Festival zwischenmachen kann. Im nächsten Jahr wäre auf jeden Fall Chance for Metal eine geile Nummer. Das habe ich wirklich schon seit Jahren mal vor, das mitzunehmen. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, so viel auf jeden Fall zur Halbzeit, ne, Ding Ding. Wir haben Halbzeit, Werkfest sozusagen. Dann kann die zweite Hälfte des Jahres ja anfangen. Und dann bin ich gespannt, was von euch kommt, was ich verpasst habe und was noch kommt. Eure Empfehlungen, da bin ich auch immer ein bisschen drauf angewiesen. Ich freue mich auch immer, weil man nochmal einen ganz anderen Zugang hat und ich schon so schöne und so geile Sachen kennengelernt habe. Finde ich das immer geil und freue mich da sehr drauf. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das schöne halbe Jahr und vielen Dank fürs Zusehen. Mal sehen, was wir als nächstes haben. Bis dahin.